Was geht ab, Leute? Willkommen zu einem neuen Rainbow Six Video von mir. Heute schmeiße ich mich einfach mal in meine allererste Ranked-Runde in dieser Season rein. Ich habe Rang bis jetzt tatsächlich echt vermieden. Das heißt, wir haben in den ersten Wochen hauptsächlich Casual und Unranked gespielt. Wir hatten übelst viel Spaß dabei, mal wieder. Seit langem mit meinem Kollegen mal wieder echt Spaß an Rainbow gefunden. Aber so wie jede Season wird es auch Zeit, sich irgendwann einzuranken. Und ich habe mir vorgenommen, das erste Unranked-Match jetzt einfach mal aufzunehmen. Zuerst wollte ich mich aber einmal aufwärmen. Und dazu kann man natürlich ganz angenehm die Warm-Up Playlist benutzen. Das heißt, wir sind noch mal kurz auf den Testservern, wärmen uns hier auf und dann schmeißen wir uns in unsere erste Ranked-Runde rein. Ich fühle gerade übelst Nomads AK. Ich weiß nicht wieso. Mit ACOG habe ich übelst Bock drauf. Damn, direkt gewallbankt. Okay, direkt der Double. Triple hinterher. Nein, nicht. Meine ich noch einer? Der Headshot hat mich gesaved. Ich habe jetzt bewusst mal das Headset nicht aufgesetzt. Weil ich habe das Gefühl, die Steps verwirren mich nur noch mehr. Oh Gott! Die Spawns in diesem Modus sind anders scheiße. Also ganz ehrlich, wer von euch mal Shipment gezockt hat in COD, der kennt so richtig scheiß Spawns, wo du direkt neben dem Gegner spawnst, der Gegner direkt neben dir spawnt. Das tut halt echt weh. Versuch mal mehr darauf zu achten, Headshots zu treffen, weil ich habe das Gefühl, im richtigen Match achte ich nie wirklich darauf, auf den Kopf zu aimen. Junge. Junge, da passt mal eine Millisekunde nicht auf. Shit, 12-7, so kacke. Ja. Lobby bester gerade, aber ich switch gleich einmal. Eine andere Waffe. Bro, bitte, du machst mich sad. Oh shit. Oh no 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 no. Kacke, ist das tot. Der Jackal, ne? Er liegt und sitzt in Ecken. Nein, ich will echt gerne die 20 voll kriegen. Ich habe 19 Kills jetzt. Komm, 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 komm. 20 Kills, damn. 5 seconds. Kacke, ey, wenn ich da nicht drauf war, ne? 20 zu 9, übelst gute Runde, holy shit. Über eine 2er KD. In fucking Deathmatch. Halt ungelogen, der Modus bockt einfach, das ist fucking crazy. Ich habe auch Lust noch mehr zu spielen gerade, das ist die Sache. Ich habe halt Lust noch eine Runde zu zocken. Damn, Alter. Alter, mein Aim. Ich hab noch keinen Tod, ich stehe 6-0. Da hab ich fast gechoked. Und dann, schade. 8-0 und dann one-tippt mich eine Cap weg. Wieso hab ich den nicht gekillt? Kacke, kacke, kacke. Der versteckt sich da. Die Waffe gefällt mir nicht so. Jungs, ganz kurz, ich stehe 17-1. Ich stehe 17-1. Was ist das für eine Runde gerade? Schade! Fuck, zu 2, weil ich da so gechoked habe. Komm, ein noch. Fuck, da musste ich mir noch einen Tod holen.
Scheiße, 21-4. Was eine heftige Runde, Alter. 21-4. Scheiße. Alter, der Modus bockt so übel, das ist unnormal. So, wir sind jetzt auf den Live-Servern. Wie ihr sehen könnt, null Placement-Matches. Wir werden jetzt das allererste machen. Ich würde sagen, direkt rein da. So Leute, aber ganz kurz, bevor wir in die Ranked-Runde springen, will ich euch noch kurz was zeigen. Und zwar hatte mich Manscaped angeschrieben und nachdem ich die E-Mail gelesen habe, musste ich einfach zusagen. Denn das geht jetzt an die Jungs. Ich habe eine wichtige Frage an euch. Jungs, habt ihr es nicht auch satt, euch ständig beim Rasieren in die Eier zu schneiden? Das ist doch eine ganz legitime Frage, oder nicht? Denn Manscaped hat mir ein kleines Paket zugesendet, so sieht das aus. Und wenn wir das öffnen, sehen wir direkt... Eure Eier werden euch danken. Denn in dem Paket ist alles drin, was man für eine gescheite Intimrasur braucht. Und zwar geht es unter anderem um den Lawnmower 4.0. Das ist ein Rasierer extra für eure Weichteile mit Advanced Skin Safe Technology. Das heißt, extra sicheres Rasieren mit weniger Schnitten. Das Ding ist wasserdicht und hat einen Akku, das heißt ohne Kabel. Und damit ihr beim Rasieren sogar alles seht, eine kleine Taschenlampe vorne. Außerdem war in dem Paket Ball Deodorant und Ball Toner. Ich fand die Idee einfach so lustig, ich musste einfach zusagen, ich glaube viele Jungs können da relaten. Falls ihr an sowas interessiert seid, könnt ihr einfach mal auf manscaped.com vorbeischauen. Ihr könnt den Code Kyungo benutzen für 20% Rabatt plus Free Shipping. Danke nochmal an Manscaped für Sponsoren dieses Videos. Jetzt wünsche ich euch weiter viel Spaß mit dem Super Rank Gameplay. Ihr werdet gleich sehen, was ich damit meine. Ich hoffe, ich bin auch genug aufgewärmt von gerade. Ich weiß nicht, wieso man hier keine Dings zum Durchgehen macht. Ich meine... Das ist die neueste ESL-Strat, man weiß es nicht. Wir sind einer weniger, fällt mir gerade auf. Ranked Experience bis jetzt diese Season ist sehr unangenehm. Gegner spielen mit Hyping, sehe ich gerade auch sehr, sehr... Meine Mates auch, fällt mir gerade auf. Ja gut, das ist, ich freue mich richtig, Ranked wieder zu spielen. Ich hab's nicht vermisst. Grüße, Construction. Wieso hört man ihn nicht? Ich erinnere mich wieder, wieso ich gerade Deathmatch ohne Headset gespielt habe, weil du hörst eh nichts. Ich hab so Spaß gerade, das ist ja unglaublich. Das ist so, was da gerade passiert ist, vergessen wir ganz schnell. Wir springen direkt in die zweite Runde. Wieder Clubhouse, das liebe ich an Ranked. Du spielst den ganzen Tag nur die gleichen Maps. Die Runde gerade vergessen wir ganz schnell, ja? Die ist nie passiert. Wir haben noch gewonnen. Für die sich wundern. Wir gehen hierhin als erstes, okay? Die Sache ist, das ist ja nicht mein Main-Account. Hier werde ich mich halt, wie gesagt, solo einranken. Auf meinem Main werde ich trotzdem versuchen, noch mit den Jungs zusammen uns einzuranken, so wie jedes Season. Ich hab Kill. Die haben auch Duka. Duka Lion ist so nervig. Einer aus unserem Team hat halt richtig Lust, alle Dinge jetzt zu machen. Alles hat er zugemacht. Lion auch. Lion, Jekyll, Duka. Das ist meine Ranked Experience heute. Ist an mir vorbeigeschlichen hier. Hier ist ein schneller Runout hier vorne. Ab ins C4. Den habe ich nicht mal gekriegt. Wir. Ach so, spielt man. Habt ihr mal Bock, mir eure Ranked Experience bis jetzt zu beschreiben? Weil. Wie gesagt, das sind meine allerersten Ranked-Runden dieses Season. Ich hab... Digga, der Typ macht mich so... Der Typ macht mich so psychisch kaputt gerade. Ich hab so Angst. Oh, den hab ich hit. Kann sein, dass er down ist. Ach, die sind hier! Scheiß drauf.
Das war meiner, der war down. What? Ich hab den gar nicht gesehen. Er taggt einfach. Rein da. Komm. Spring durch. Man kann da rein, ja, und die ist schon drin. Wartezimmer ist auch nichts. Die Gegner haben auch Bock, jedes Fenster zuzumachen. So, einer campt dahinter. Deine. Oh mein Gott. Kann ich den wollen? Fuck. Und ist da nicht noch eins? Den hab ich hit, den Rook. Keine Ahnung, wo der letzte ist. Pool angeblich? Ich weiß nicht wie. Ihr holt das. Oh. Yay, ich bin der MVP. In meiner schlechtesten Runde, die ich jemals gespielt habe. Ich hoffe, euch hat das Video irgendwie gefallen. Ich weiß nicht wie, aber ich hoffe es einfach. Wie gesagt, ich würde echt gerne mal wissen, wie eure Ranked Experience diese Season aussieht. Ich persönlich werde versuchen, Ranked nie wieder alleine zu spielen. Wenn, dann mit den Jungs zusammen. Aber euch, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Haut rein.